Ja, der Stand der Dinge ist der, dass wir nach wie vor von flussaufwärts die Verunreinigung wahrnehmen. Es ist jetzt so, dass wir an drei Stellen auf oder an Gocher Stadtgebiet Doppelölsperren aufbringen. Einmal hier bei Jan an der Fähr, dann an der Brücke Fortstraße und auch in Kessel, um einfach an diesen drei Stellen mit einer doppelten Sperre sicherzustellen, dass wir da wirklich die ganze Verunreinigung abfangen und dann aufnehmen können. Ist denn inzwischen ein Verursacher ermittelt worden? So wie es aussieht nach bisherigen Erkenntnissen, ist ein Ereignis in Kerken-Winternam Ursache für diese Verunreinigung. Gibt es wohl eine Hoftankstelle, die ist ausgelaufen, leckgeschlagen oder wie auch immer. Von dort aus ist dann offensichtlich Dieselkraftstoff in die Floyd gelangt. Das ist ein Zufluss zur Niers und von dort dann in die Niers und dann bis hierhin. Okay. Dann gab es eine Meldung, es hätte schon tote Fische gegeben, ist das richtig? Das können wir nicht bestätigen. Okay. Also von irgendwelchen toten Fischen oder Ähnlichem ist uns nichts bekannt. Okay. Bringt das schon Erfolg? Kann man da schon was zu sagen mit den Sperren? Das bringt auf jeden Fall Erfolg. Ne? Wir machen es deswegen an drei verschiedenen Orten, um sicherzustellen, dass wir wirklich alles auffangen können. Die Niers hat eine sehr hohe Flussgeschwindigkeit im Moment. Das liegt auch an der, wir haben keine Hochwassersituation mehr, aber an dem hohen Wasserstand. Deswegen diese drei Stellen und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Könnt ihr mal das blaue Seil geben? Die ziehen mir gar nichts mehr. Ich ja auch nicht. Aber die ist auch untergegangen. Mach das wieder mittig. Tschüss. Tschüss. Oh. Hammer wollt ihr nicht. Also, komm, fang wieder an. Ich werde gucken. So, wie Wetter? Ich bestellt.